In der Bäckerei Wackerl in Landshut wird Wasserschutzbrot gebacken. Vor 6 Jahren ist die Initiative in Unterfranken entstanden. Seit einem Jahr gibt es das Wasserschutzbrot auch bei mehreren BäckerInnen in Niederbayern zu kaufen. Manfred Calvert ist einer davon. Sein Brot schmeckt nicht nur, es trägt auch noch zum Grundwasserschutz bei. Ich finde das, und ich sage das immer wieder, es ist eine fantastische Aufgabe für mich, weil wir eigentlich als Normalbürger oder als Bäckerei machst eigentlich relativ wenig für den Umweltschutz. Ja. Und das ist aber eine Sache, wo man einiges machen kann für den Umweltschutz. Und das Gefühl dabei, was man hat als Wasserschutzbäcker, das ist auch gut, ja, weil man schützt die Umwelt und die Kunden nehmen man so, die freuen sich, dass wir da mitmachen. Ja. Also das Besondere am Wasserschutzbrot ist, dass es für den Menschen greifbar ist. Durch die Zusammenarbeit von Landwirten, Müllern, Bäckern und Wasserversorgern wird Trinkwasser geschützt und regionale Wirtschaftskreisläufe gefördert. Grundwasserschutz ist wichtig. Trotzdem sieht die Realität oft anders aus. In vielen Regionen ist das Grundwasser gefährdet. Das weiß auch die Politik. Ja, wenn ich jetzt Niederbayern anschaue, muss man feststellen, dass die Belastung mit Nitrat und auch die Belastung mit Pestiziden ungebrochen hoch ist. Wir sehen eigentlich keine positive Entwicklung. Also die letzten 20 Jahre hat sich da nicht wesentlich was verbessert. Und beim Nitrat ist es so, dass nicht einmal die Hälfte des Grundwassers tatsächlich als sauber betrachtet werden kann. Und es ist tatsächlich auch so, dass ungefähr 10% der Grundwasserkörper, also zumindest der Messstellen, über dem Grenzwert liegen. Der ist bei 50 Milligramm pro Liter und dieses Wasser darf man nicht mehr trinken. Ist das Grundwasser verschmutzt, entsteht ein Mehraufwand für die Wasserversorger, deren Aufgabe es ist, sauberes Trinkwasser für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. 11 Trinkwasserbrunnen hat der Wasserzweckverband Rottenburger Gruppe. Projektkoordinatorin für Landwirtschaft und Grundwasserschutz Marlene Gruber weiß, sie alle befinden sich in gefährdeten Gebieten. Dabei spielt das Grundwasser gerade in Bayern eine große Rolle für die Trinkwasserversorgung. Das Grundwasser ist essentiell für das Trinkwasser in Bayern, weil 90% des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen werden. Und das geht halt nur, wenn das Grundwasser auch gut genug geschützt ist und wir das möglichst naturrein genießen können. Das Grundwasser schützen, damit man das Trinkwasser möglichst naturrein genießen kann. Das ist das oberste Ziel der Initiative Wasserschutzbrot. Dazu wird in Niederbayern nun schon im 2. Jahr der sogenannte Wasserschutzweizen angebaut. Wasserschutzweizen wird anders als normaler Weizen weniger oft gedüngt. Der Wasserschutzweizen trägt hoffentlich positiv zur Trinkwasserqualität bei, weil man weniger düngt. Der Wasserschutzweizen wird statt dreimal nur zweimal gedüngt. Das heißt, man verzichtet auf die Spätdüngung mit Stickstoff. Und dadurch ist die Gefahr nicht so groß, dass Stickstoff ausgewaschen wird, weil die Pflanzen weniger Nährstoffe zur Verfügung haben, kein Überschuss entsteht, der dann ausgewaschen werden könnte. Das Wasserschutzbrot bedeutet Grundwasserschutz. Es bedeutet aber auch einen Mehraufwand für alle Beteiligten. Wasserschutzweizen passt zum Mittelstand, sagt Rudi Sargberger. Der Inhaber der Badmühle ist von Anfang an dabei beim Wasserschutzbrot Niederbayern. Er hat die Räumlichkeiten und die Müllereimaschinen, um den Wasserschutzweizen vermahlen zu können. Also die Veränderung bei mir in der Mühle ist so, ich muss das Getreide extra annehmen, ich muss mir Zeit nehmen dafür, ich muss das Getreide extra lagern, ich muss Lagerräume bereitstellen dafür, ich muss das Getreide dann zuerst extra reinigen mit den Müllereireinigungsmaschinen, dann wird es vermahlen. Also ich kann das Getreide nicht mit den anderen vermahlen, ich muss den Wasserschutzweizen extra auf der Mühle vermahlen. Man müsste dann das Mehl auch extra lagern und zum Bäcker fahren. Das ist eine eigene Schiene, eine eigene Linie. Das ist ein Mehraufwand für uns, aber der rentiert sich, weil wir uns absetzen können von den Mitbewerbern. Wenn das Mehl backfähig ist und gut geeignet ist zum Verbacken, dann macht es auch Spaß. Das Wasserschutzbrot findet immer mehr Unterstützer. Mit 5 Hektar Wasserschutzweizen ist die Initiative im vergangenen Jahr gestartet. Im 2. Jahr hat sich die Fläche bereits verzehnfacht. Auch die Zahl der Beteiligten ist gestiegen. Aus einem Landwirt, einer Mühle und 4 Bäckereien sind 6 landwirtschaftliche Betriebe, 3 Mühlen und 5 Bäckereien geworden. Und das, obwohl der Wasserschutzweizen schwieriger zu verarbeiten ist. Obwohl der Wasserschutzweizen einen geringeren Eiweißgehalt hat, erhält der Landwirt vom Müller einen fairen Preis. Und dieser wurde bereits vor der Ernte ausgehandelt. Staatliche Förderungen gibt es nicht. LandwirtInnen, MüllerInnen und BäckerInnen
regeln in Verträgen selbst, wie viel Weizen bzw. Mehl zu welchem Preis abgenommen wird. Die Initiative Wasserschutzbrot ist ein Projekt von den Beteiligten für die Bevölkerung. Die Preise am Endprodukt Brot sind bisher nicht sonderlich gestiegen. Das ist wichtig, damit sich auch der Normalverbraucher, die Normalverbraucherin ein grundwasserschützendes Brot leisten kann. Das Wasserschutzbrot kann einen Beitrag leisten, um das Grundwasser langfristig zu verbessern. Die Maßnahme allein wird es nicht rausreißen, aber es ist ein Baustein, ein nicht unwichtiger Baustein. Wir müssen uns alle klar werden, dass Grundwasserschutz unheimlich wichtig ist, dass das jeden Einzelnen und jede Einzelne was angeht. Aber wenn man keine Landwirtin oder kein Landwirt ist, geht es uns trotzdem was an. Als Verbraucher, Verbraucherin haben wir immer die Wahl, uns für was zu entscheiden, zum Beispiel fürs Wasserschutzbrot oder für Bioprodukte. Und das muss deutlich mehr in die Köpfe der Menschen. Wir müssen jeder Einzelne was tun dafür, dass unser Grundwasser geschützt wird.